sondern wir kommen gerade zum nächsten Vortrag. Meine Damen und Herren, bitte herzlich willkommen der Thomas A. Briner. Er ist bei IBM und sein Vortrag «Social in Plain Business». Wie tut man jetzt die asozialen, loser-generierten Content-Medien integrieren in einen Businessplan? Herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Also ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass sich der Tim Cook in Absprache mit der ZHAW dazu hat bringen. Die Veranstaltung ist heute Abend um 6 Uhr Schweizer Zeit starten, sonst wären ihr wahrscheinlich alle irgendwo im Zelten und wir alleine da und das wäre irgendwie nicht so spannend. Die nächsten paar Minuten werden wir über Social reden, aber nicht im Sinn von sozial. Danke vielmals für die Steilvorlage. Und das Thema einigermaßen unspektakulär betrachten, einmal einmal mehr von der Integration in Geschäftsmodelle im Bereich Business Management System und so weiter. Weil etwas ist, glaube ich, auch klar geworden, das hat Daniel Frey ganz am Anfang gesagt: The Social Honeymoon is over. Die Zeiten, wo man sich so ein bisschen nett und lieblich mit diesen Kanälen und diesen Themen beschäftigt hat, das ist vorbei. Was man jetzt muss haben, ist fundamentales Wissen oder fundamentale Strategien, wie das eingesetzt wird von der Firma her, dass es letztlich messbar wird. Thema messbar, vergessen Sie den ROI. Nach meinem Dafürhalten, ROI-Rechnen ist irgendwo so in der esoterischen Ecke zu versorgen. Wer hat schon mal ein ROI gerechnet von einem Projekt oder von einer Kampagne? Sind ehrlich. Wer hat den ROI so lange gerechnet, bis er das gezeigt hat, was er sehen wollte? Jawohl, auch dazugehört. So, und wer hat Nachkalkulation gemacht? Niemand, wie immer, oder? Also vergesst den Blödsinn und verwendet eure Zeit auf anders. Werden aber trotzdem uns Gedanken dazu machen, wie dass man jetzt das Thema Social und Kampagnen und solche Sachen irgendwie mit diesem Management-System kann verzahnen kann, so dass man gegenüber den Chefetagen auch glaubhaft kann verkaufen, warum das jetzt das sinnvoll ist. Der andere Aspekt ist Social Business und Social Business ist mehr als Social Media. Social Media sind Tools. Das ist der Jetzt, Now Space. Kultur ist das Problem. Aber das werden wir noch sehen. So. Für die, die schreiben und hören können, das wären nochmal die Hashtags. Ich kann immer nur das eine oder das andere machen, darum werde ich nicht twittern. Gut. Kunden, der Peter Drucker hat es mal so formuliert, die einzige legitime Sicht für eine Unternehmung ist, Kunden zu kreieren. Die Problematik ist, bei 0,59% Conversion Rate aus dem Social Media Kanal, glaube ich, ist das nicht unbedingt sehr eine erfolgreiche Übung. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man das zum Beispiel gegenüber E-Mail stellt, die 4,1% Return macht oder Conversion hat, wie kann man das zum Beispiel verbessern? Aber auch da nochmal zu meinen Vorrednern, es geht nicht darum, dass man auf allen Kanälen irgendwie mega schlaut ist und das alle miteinander, weil dann hört man nämlich die einzelnen Sachen nicht mehr und geht leicht unter. Sondern es geht darum, dass man relativ gezielt hineingeht und sich überlegt, wo muss ich wer wie ansprechen, damit ich ihn wirklich berühren kann. Das hat sehr viel auch mit dem emotionalen Erleben zu tun. Und das Social Business, das sei gesagt, ist maximal 20% Technologie. Also für alle die, die jetzt eher an Bit und Byte gedacht haben, es gibt vielleicht noch andere Vorträge, wo man das heute diskutieren kann, aber ist nicht unbedingt so im grossen Rahmen. Gut, was wollen Kunden? Das ist eigentlich die grosse Frage, wenn die Conversion Rate so klein ist. Was wollen Kunden? Und wenn ich jetzt aus der Marketing-Sicht, aus der werbetreibenden Sicht mir überlege, dass ich eine Kundenkommunikation aufbauen über die verschiedenen möglichen Kanäle, die ich habe, ja, ist vielleicht nicht eine schlechte Idee, mal zu überlegen, was will denn jetzt eigentlich der Kunde wirklich? Gerade wenn er über Social-Kanäle mit uns als Unternehmung setzt, die in Kontakt treten. Das sind so Schätzungen. Was will der Kunde? Was will der Kunde?
Service. Pardon? Nutzen. Ja, jetzt kommen wir so langsam. Ich habe schon Angst gehabt, sie wissen das nicht. Relevante Informationen, jawohl. Was will der Kunde? Verführt werden. Wenn wir das nicht alle heute Nachmittag um 6 Uhr. Aufmerksamkeit, lieber Kunde. Pamper, von Pampers oder umgekehrt. Hilf. Was will der Kunde? Erlebnis, jawohl. Ein gutes Gefühl, das ist immer wichtig. Speziell, wenn man sich überlegt, dass der Kunde einen Discount will. Der Kunde will das zentrale Element, wenn er über Social-Kanäle kommt, alles richtig, aber primär der beste Deal. Ein gutes Gefühl, weil es gibt nichts Frustrierendes, wenn wir kaufen irgendetwas, haben ein gutes Gefühl, eine super quasi Buying Experience, laufen um eine Ecke und sehen das Gleiche für 20 Franken weniger. Ja. Das nervt. Da kann man sich nachher dann fragen, hätte ich jetzt einfach gescheiter noch 10 Minuten länger investiert, irgendwie herauszufinden, wo dass ich jetzt dann das überkomme, dann wäre ich jetzt die 10 Meter vielleicht noch gelaufen. Hm? Social Media macht das eben eigentlich möglich, dass man relativ schnell herausfindet, ob das jetzt 10 Meter oder 100 Meter sind, um am besten Deal hinzukommen. Jetzt, wenn der beste Deal das ist, was der Kunde grundsätzlich sucht, wenn er über Social Media Kanäle mit uns in Verbindung tritt, dann hat das Implikationen darauf, wie man das ganze Thema vielleicht innerbetrieblich, betriebswirtschaftlich muss aufgreifen. Also Discount mal irgendwo hinter links parkieren. Das werden wir wieder brauchen. So, Social Media ist Mainstream mittlerweile. Alle machen es, die einen gehen schon wieder. Das ist nachvollziehbar. Und es ist auch wieder so, dass jetzt zum Beispiel der Wert von Facebook bei den 900 Millionen ungerade User sind, die es da gibt, sondern der eigentliche Wert von Facebook, der liegt wo? Natürlich, ich habe 900 Millionen User, dabei ein paar Prozent Fakes kann ich adressieren. Potenziell, global. Aber wo liegt der Wert von Facebook an und für sich, wirtschaftlich, ökonomisch gesehen? Das ist ganz essentiell, oder? Der Mark Zuckerberg sucht das auch noch. Nein, der Wert ist eigentlich, was ich typischerweise als Friending bezeichne. Was das Schöne ist hinter Facebook und was ein Unterschied ist zum Beispiel zu Twitter und zu anderen solchen Kanälen, wenn ich auf Facebook mit jemandem in Kontakt trete, dann nennt sich der Vorgang Freund werden. Darf ich dein Freund sein? Jetzt, Freund sein impliziert eine gewisse soziale Beziehung, Minimalbeziehung, wohingegen auf Twitter ich absolut keine Beziehung zum tweetsendenden Subjekt haben muss. Und der Punkt ist jetzt, dass ich eben auf Facebook, wenn ich es geschickt mache, die sozialen Beziehungsnetze, die eine Person hat, das Referenzsystem, das möglicherweise global ist von dieser Person, mir kann zu Nutzen machen. Zum einen, um die Person beeinflussen, ihre Kaufabsicht, zum anderen, um über das soziale Beziehungssystem wieder weitere mögliche Kunden zu finden. Das heisst, der Friending-Prozess im Hintergrund, die Tatsache, dass sich die Leute verfreunden, ist eigentlich das, was so wertvoll ist. Die machen das noch alle freiwillig. Aber, und das ist die Krux der Geschichte, wie komme ich dort hin? Wie kann ich das quasi monetarisieren? Das ist auch ein Thema, wo die Aktie hat jetzt wieder einen kleinen Knick nach oben gemacht. Das ist aber auch ein Thema, wo Facebook als Firma massiv umtreibt. Wie kann ich das Ganze eigentlich in ein Geschäftsmodell überführen? Und die Investoren erwarten eigentlich auf den Tag der Erleuchtung. Der Mainstream hat aber auch noch eine andere, sage ich jetzt mal, interessante Facette. Es erlaubt nämlich eigentlich, dass ich plötzlich jetzt durchgängig kann, ein Aufbau- und Ablauforganisatorisch überlagerndes Netz bauen von Personen, die sich kennen, und wenn ich das so weit treibe, dass ich auch zum Beispiel Kunden mit einbinde und Partner mit einbinde, dann nachher ist das im Sinn von dem Erlebnis von der Unternehmung ganz eine neue Dimension. Also ein Social Business, das sehr aktiv auch auf den Kunden zugeht, nicht nur aus Marketing- und Kommunikationsbereich, klassisch, dort werde ich im Regelfall eigentlich kontaktiert in einer Form, sondern halt auch aus dem Backoffice-Bereich. Einen direkten, unmittelbaren Touch.
ein Erleben von dem eigentlich gefühllosen Organismus Unternehmung. Und das Erleben machen ist dann eigentlich das, was ein Social Business ein bisschen absetzt von einem, sagen jetzt mal, Business 1.0. Man muss sich auch überlegen, wenn man, also Thema Facebook nein, dann lohnt es dann sein. Facebook ist sehr oft so ein bisschen Web 1.0-mässig unterwegs. So vom Verhalten her, wenn es mal irgendwann wieder die Richtlinien ändert und im Kleingedruckten unter den Hilfeanforderungen versteckt. So, wie kann ich das nutzen als Unternehmung? Das sind ein paar Beispiele, die vor allem aufzeigen, dass halt eben die Vernetzung über die verschiedenen möglichen Kanäle mir als Unternehmung von innen nach außen Möglichkeiten bietet, mit Kunden in verschiedenen Art und Weise in Kontakt zu treten. Nicht nur über klassische Marketing-Kommunikationskanäle, sondern auch über den Kundensupport. Wenn ich zum Beispiel kritische Situationen habe, Hilfe als Stichwort auch. Ich erwarte heute Hilfe von einer Unternehmung, wenn ich etwas kaufe. Es geht aber auch darum, zum Beispiel aus dem HR-Bereich, aus dem ganzen Talentmanagement, Talent identifizieren auf dem Talentmarkt, auf dem globalen Mitarbeitermarkt, das voranzutreiben. Das sind mögliche Momente, wie ich als Unternehmung durchgängig über diese Kanäle kann quasi Bezug nehmen zu meiner Aussenwelt. Das heisst, ein Social Business geht viel, viel weiter als nur die Nutzung von Social Media Kanälen aus rein Marketing-Kommunikationsüberlegungen. Das gesagt, ein Social Business bedient im Wesentlichen zwei Dimensionen. Die eine, das sind die Belegschaft, und die andere, das sind Kunden. Und was man auch erreichen will, ist eigentlich, viele haben einen Haufen Fans. Man kann Fans auch kaufen in Hunderter, Zehntausiger und Hunderttausiger Tranchen. Das Spannende ist dann, dass die Fans auf der Facebook-Page nicht zack jetzt da sind, sondern die werden dann so wie echt simuliert. Das ist eine Ramp-up-Phase, wo dann die da reinkommen. Mittlerweile ist es auch so, dass die geneigten Anbieter einem versprechen, dass das selbstverständlich echte Fans sind, wo dann, ich frage mich, wie das funktioniert, aber wenn echte Fans sind, oder, die sich dann auch entsprechend über Kommentare und Posts auf meiner Seite äußern. Der Preis ist übrigens sehr moderat, also alle, auch von Ihnen jetzt, die zum Beispiel eine Facebook-Page haben und die scheint ein bisschen schwach frequentiert zu sein, vielleicht mal etwa 100 Franken investieren in ein paar Freunde, dann geht das alles besser. So, Social Business ist eine 360-Grad-Sicht über und auf die Unternehmung. Nach innen und nach außen. Wenn man das also so ein bisschen aufdröseln würde, haben wir die zwei Äste: Social Media, wo primär den äußeren Bereich Kommunikation nach außen bedient, wo wir über Reputation, über Kundenzufriedenheit redet, wo wir über Marketingkampagnen redet, letztlich aber eigentlich über Verkauf am Ende des Tages, weil es ist der Verkauf, der Umsatz treibt, der letztlich den Net Profit treibt, der letztlich den Lohn zahlt. Das heisst, aus der Social Media Sicht, wenn man es aus der betrieblichen Sicht ganz glashart und unromantisch anschaut, haben wir eigentlich ein primäres Interesse, das heisst Umsatz. Wir wollen irgendwie irgendeiner über geneigte Art und Weise zu einer Transaktion kommen. Wenn die über Social Media und die darum das grundlegende, quasi interaktive Modell persönlich motiviert sind und das von Freunden passiert, umso schöner, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit grösser ist, dass wir einen Wiederkäufer haben. Auf der anderen Seite, wenn wir nach innen gehen, dann sind das Themen wie Produktivität, wie Zusammenarbeit, Lernen, einige mögen sich vielleicht erinnern, die lernende Organisation, Wissenstransfer, Knowledge Management, das ist auch so ein Rohrkrepierer aus dem Jahr 2000. Innovation. Der Peter Drucker hat es mal schön formuliert: Knowledge cannot be managed. Warum? Wissen ist zwischen den Ohren und nur dort. Es braucht keinen Update-Zyklus, das ist noch schön, es ist immer aktuell. So, Social Software bedient quasi den internen Bereich von einer Unternehmung. Wenn man das im Gesamtkontext stellt, wie das Wert generiert für eine Unternehmung, dann kann man sich das so vorstellen. Wir haben eine Transaktionsseite, das ist traditionellerweise Geschäftsprozess, Mechanik von einer Unternehmung. Da reden wir traditionellerweise von einem ERP-System zum Beispiel, also die Versappung von der Unternehmung.
Und auf der anderen Seite Kollaboration, Zusammenarbeit als zweiter hauptsächlicher Wertschöpfungstreiber. Der Punkt ist ja der, seit Mitte 90er Jahren haben wir Geschäftsprozesse etabliert, wir haben sie reorganisiert und wir haben sie noch 20 Mal reorganisiert und wir haben sie Lean gemacht und wir haben sie TQM und ISO zertifizieren lassen. Und bei der ganzen Zeit haben wir immer das Gefühl gehabt, der Mitarbeiter stört eigentlich nur. Idealerweise wäre, den gäbe es gar nicht mehr. Das Dumme ist, wir sind alle noch da, also ich meine, aus der Sicht der Unternehmung, für uns ist das gut. Das heisst, irgendetwas muss an dem Human Factor sein, irgendetwas muss am Human Capital sein, sonst würde es ja nicht so heissen in der Unternehmung. Das hat man mit Kollaboration eigentlich, und das ist das Schöne daran, hat man gemerkt bei den Unternehmungen, das will man nutzen, das Potenzial Mitarbeiter. Wenn man das macht, das heisst, wenn wir Transaktionen im Griff haben, schlank und schnell, und auf der anderen Seite, auf der Motivationsseite, mit Mitarbeitern bessere Zusammenarbeit haben, dann haben wir letztlich eine höhere Produktivität, was nichts anderes bedeutet, als wir können günstiger mehr produzieren. Sprich, unsere Stückkosten kommen runter. Wenn wir so wollen. Oder anders formuliert, das ist eine Asset-Optimierung. In dem Moment eine Human Capital Optimization. Man nutzt das Potenzial Mitarbeiter besser. Was nicht notwendigerweise muss heissen, dass man mehr arbeiten muss. Wenn man auf der externen Seite schaut, mit Social Media adressieren wir Marketing und Sales. Das wiederum treibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann zu einem Abschluss kommen, eine Transaktion haben, im eigentlichen Sinn. Und das bedeutet eigentlich mehr Umsatz, ganz banal. Wenn man diese zwei Dimensionen zusammennimmt, dann passiert etwas ganz Spannendes. Das heisst, ich produziere günstiger und ich habe eine höhere Umsatzwahrscheinlichkeit, das heisst, ich habe eine bessere Marge. Und eine bessere Marge schlägt sich immer in einem besseren EBIT nieder. Das heisst, mein Betriebsgewinn aus dem operativen Kerngeschäft wächst. So. Was wollen Kunden? Haben wir gesagt. Discount. Was passiert, wenn ich Rabatt gebe als Unternehmung? Was passiert mit meiner Profitbase, mit meinem Nettoertrag als Unternehmung, wenn ich Rabatt gebe? Er wird kleiner, richtig? Jetzt, wenn alle Kunden Rabatt wollen, weil das ist irgendwie so ein Credo über Social Media Kanäle, nicht wahr? Dann heisst das irgendeinmal, ich tue mich selber einem relativ grossen Risiko aussetzen. Wenn es mir jetzt aber gelingt, eben über diese beiden Wege eine Margenerweiterung hinzubringen und damit mein EBIT zu vergrössern, kann ich auch problemlos hergehen und sagen, lieber Kunde, selbstverständlich, nur für dich, natürlich nur für Millionen andere, aber nur für dich, weil ich jetzt individuell kann ansprechen kann, nur für dich gibt es noch diesen Discount. Das ist dann quasi das, der Post, den man bekommt, oder der Twitter-Feed, den man bekommt. Das heisst, wenn du jetzt in den Laden reingehst, kommst du noch 10% Rabatt über. Weil ich bin jetzt gerade irgendwie der Bahnhofstraße ablaufen, oder? Und dann heisst es irgendwie so 100 Meter vor dem Laden. Wenn du jetzt reinkommst, gibt es noch 10%. Das ist Realtime-Marketing. Das Dumme ist, ich bin nicht der Einzige, der das bekommt. Aber es sieht so aus, wie wenn. Wie haben wir das so schön gehabt? Die Illusion. Das ist auch so ein Thema aus dem Vorredner gewesen. So, für die, die Kostenkurven anschauen wollen, das wär's. Das Entscheidende, was ich hier sagen will, ist, wir neigen dazu als Unternehmung immer dann, wenn wir einen Kostenvorteil erarbeitet haben, dass wir den sofort weitergeben über den Preis. Richtig? Weil da kann man Konkurrenten so richtig haben. Denen zeigen wir es jetzt wieder einmal, da sind wir zwar eigentlich möchten wir gerne irgendwie Technologieführer sein, aber so hin und wieder müssen wir schon auch mit dem Preis mal wieder zeigen, dass wir eigentlich auch konkurrenzfähig sind. Der Punkt ist, und das zeigt die Horizontale, wenn ich hingehe als Unternehmung und mir sage, warum soll ich den Preis einfach abnehmen? Ich lohne dort, wo er ist, das, was der Markt zahlt. Das könnte man jetzt auch Apple wieder zitieren, das, was der Markt zahlt. Und nehme den Rest als Margenerweiterung mit und brauche das nachher, um individuell Discounts verteilen an die Kunden, die ich so kann, das irgendwie mit mir in Beziehung setzen. So, lassen wir das. Also, Innovation ist ein anderes Thema, das treibt oder das ganz wichtig ist im Umfeld von Social Business. Kunden wollen natürlich auch innovative Lösungen. Apple ist wieder ein Beispiel. Also, wir tun ein viel Crap, bin ich jetzt fast versucht zu sagen. Ein bisschen viel Sachen erzählen hier. Aber
Apple ist sehr innovativ, was nicht notwendigerweise heisst, dass es technologisch das Beste ist, was man haben kann. Aber es ist Lifestyle, es ist hip, es ist innovativ irgendwo. Es ist auch disruptiv für den Markt in einem gewissen Sinn. Innovation spielt eigentlich aus der Zusammenarbeit heraus. Innovation passiert im Regelfall dann, wenn Leute ihre Köpfe zusammenstecken und einmal laut miteinander denken. Und so eine virtuelle Kaffeeecke wieder produzieren über Social Software intern hilft, dass man auch nach extern über Sales oder über Marketing kann neue Konzepte bringen, neue Ideen bringen, neue Produkte bringen oder leicht adaptierte Produkte. Nach innen hilft es vielleicht, den Geschäftsprozess ein bisschen zu verändern. Und die, die sagen, ja, aber Crowdsourcing, auch das passt da rein, Crowdsourcing ist hochgradig kollaborativ. Egal, ob man das intern macht, es gibt Leute, die nennen das auch Brainstorming. Bitte nicht über 15 Minuten, sonst kommt nichts Gescheites raus. Oder extern, spielt keine Rolle. Aber wenn ich extern quasi auf einer Plattform ein Crowdsourcing mache, die einen versuchen es dann mit nach Hähnchen riechendem Handspülmittel, aber das sind also so, sagen wir mal, Reminiszenzen aus dem Bereich, wo man das probiert hat. Auch dort habe ich quasi eine Zusammenarbeitssituation mit Kunden, mit Partnern, geneigten Interessenten. Also, Margenerweiterung ist wichtig, damit ich die Price-Commitments am Markt in dieser individuellen 1-zu-1-Beziehung mit meinem Kunden in dem Sinn kann geben, ohne dass ich meine eigene Profitbase riskiere. Das ist eigentlich, sage ich mal, der Schluss vom Kreis. Wenn wir das aus der Management-Sicht anschauen, wie gesagt, no ROI. Und ich habe mal das Glück gehabt, dass ich in an einer Harvard Business Review in Warschau hat dürfen sprechen mit dabei sein, wo der David Merman Scott auch war. Und wir haben uns dann auch noch unterhalten zu dem Thema ROI, weil er ist ein unglaublicher Fan von dem. Also das wäre jetzt sehr ironisch gemeint gewesen. Warum, das haben wir schon erörtert. Aber wie kann ich es trotzdem verzahnen mit Managementsystemen? Das ist eigentlich die grosse Frage, die sich bei Social, egal ob nach innen oder nach außen, grundsätzlich stellt. Ich brauche in beiden Fällen Fähigkeiten, ich brauche in beiden Fällen personell eine Decke, ich brauche eine finanzielle Decke, ich brauche Tools dazu, die mir helfen, das Ganze zu machen. Ich brauche eine Kultur, das braucht Zeit. Das heisst, es ist mit einem Engagement verbunden, als Unternehmung Social zu machen oder eben ein Social Business zu werden. Das passiert nicht, indem man einfach eine Facebook-Seite einrichtet und ab und zu mal einen Tweet abdrückt. Wenn man das von einer globalen Sicht anschaut, über Strategy Maps zum Beispiel als mögliches Führungsinstrument, dann kann man den Zusammenhang, den wir vorhin so aufbauend gesehen haben, auch wieder so darstellen, dass man aus der internen Schicht über das persönliche Engagement von jedem einzelnen Mitarbeiter, wo jede Minute neu entscheidet, bin ich engagiert oder nicht. Ja. Es gibt beängstigende weltweite Mitarbeiterstudien und die haben eigentlich, und das finde ich immer wieder so das Fatale, zu Tage gefördert, 60% von einer durchschnittlichen Belegschaft von irgendeiner Unternehmung, Cross-Industrie, ist einfach nur da. Ja. Kommt am 9 Uhr, geht am 5 Uhr, kommt am 9 Uhr. Geht am 5 Uhr. Also selbstverständlich gilt das nicht für Ihre Unternehmung. Und nur 2 von 5 sind wirklich engagiert, sind eingeschaltet, sind da, gehen die extra Meilen, ohne am Tag danach beim Chef aufzuschlagen und zu sagen, Chef, mehr Lohn. So. Persönliches Engagement ist der Schlüssel. Kunden engagieren sich ja auch persönlich, wenn sie in Verbindung treten mit der Unternehmung über Social Media. Also haben sie das auch verdient von innen nach außen, richtig? Ja, so viel zum Thema Authentizität. Talent ist ein anderes Thema. Wenn es mir gelingt, Talent an Bord zu ziehen und das Wissen, das in der Firma rum ist, entsprechend zu nutzen, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten im Umfeld von der Produktivität oder von der Innovation als Beispiel. Da gibt es noch einiges mehr, was man aufschlüsseln könnte. Und so weiter schlägt sich das schlussendlich dann nieder über entsprechend besseren Profit. So, wenn man das anschaut als Aufbau oder als System,
Da kann man sagen, wir haben irgendwo die ominöse Vision und die Mission, das haben bald alle, das steht auch meistens irgendwie so halb verklausuliert im Internet. Und wenn ihr schauen könnt, wahrscheinlich auch bei der eigenen Unternehmung, die Mitarbeiter sind immer am wichtigsten. Nur stehen sie leider den anderen immer im Weg, könnte man auch so sagen. So, eine Strategy Map als globales Führungssystem, dann zum Beispiel eine Corporate Balance Scorecard, wo man die ersten KPIs, Key Performance Indicators, sprich Metriken unterleiten, Messwert oder Messkonstrukt würde ich anbinden. Das eventuell auf Segment abgebrochen und dann auch dort wieder entsprechend KPIs und KVIs. Aus der Social-Szene kriegen wir zwei statistische Dimensionen. Das eine ist die sogenannte Vitalität. Das ist relativ banal. Das ist, wie viele Blog-Entries habe ich, wie viele Wiki-Entries habe ich, wie viele Leute habe ich grundsätzlich auf meiner Page. Also ganz banale statistische Daten, die eigentlich jedes handelsübliche, vernünftige Social-Tool inklusive Google Analytics kann liefern. Daraus kann man noch nicht so wahnsinnig viel Schlüsse ziehen, ehrlich gesagt. Wenn man das nachher verdichtet, die sogenannte Capability-Metriken, wo ich zum Beispiel Sachen zusammenziehe, dass ich hingehe und sage, wie oft ist die Information von anderen Benutzern wiederverwendet worden, habe ich jetzt quasi langsam eine quantifizierbare Sicht auf, wie viel Nutzen hat die Information für andere bedeutet oder wie viel Nutzen hat sie generiert. Das banalste Beispiel ist, ihr googelt 15 Minuten, findet die Gold, die Kronjuwelen im Internet, tun die Bookmarken bei euch persönlich und noch 10 andere in der Unternehmung googeln genau das Gleiche und suchen auch 15 Minuten. Das ist 10 mal 15 Minuten für Katz. Wenn das Bookmark geshared wäre, also austauscht wäre mit allen anderen, sodass es findbar ist, dann würden 10 andere nur 2 Minuten intern suchen. Erstens hätten sie gerade, das heisst, wir haben Zeit gespart. Und zum anderen, sie hätten womöglich wieder einen Kollegen oder eine Kollegin gefunden in der Unternehmen, die für sie könnte beruflich interessant sein. Das ist social intern. Ne? Und so ähnlich kann man das auch extern treiben. Was auch da rein gehört, sind zum Beispiel Umfragen mit Kunden. Das ist ein ganz altertümliches Mittel, aber immer noch sehr probates. Dank der Elektronik kann man das jetzt sehr elegant machen, ohne dass man lange Papier drucken muss. Das Problem ist da. Beziehungsweise die Frage, die sich stellt, die grundsätzlich ist, wie kann ich eine kausale Verknüpfung herbeiführen zwischen den standardisierten statistischen Daten, die mir so eine Plattform liefert, und den Unternehmenszielen und den Vorgaben, den Messvorgaben oder Zielvorgaben, die ich definiert habe. Das ist so ein bisschen, nicht ganz das Bermuda-Dreieck, aber da haben sich schon einige drin verloren. Das ist nicht so einfach. Teilweise muss man ehrlich sagen, ist das auch noch in den Kinderschuhen, ein bisschen esoterisch manchmal, aber machbar. Die Frage, die sich stellt, ist, was schaue ich an? Page-Hits interessiert mich eigentlich nicht. Die Anzahl Fans, die ich habe, sorry, es interessiert mich eigentlich nicht, weil das nichts aussagt über die Qualität. Kaffeerandeckchen sammeln können alle. Das sagt noch gar nichts aus. Dass ich einen Fan habe auf meiner Produkt- oder auf meiner Company-Page, hat überhaupt nichts mit einem Lead zu tun. Da sind wir meilenweit davon weg. Ob der Fan überhaupt aktiv ist und mir in dem Sinn Nutzen generiert als Unternehmung, nochmal, ich will ja etwas verkaufen, da sind wir weit davon weg. Ja. Möglichkeiten haben wir mal erarbeitet, in einem, das ist jetzt in Sicht nach innen, in einem Konstrukt, wo man anfängt, Vitalitätsstatistikzahlen mit der Capability und den KPIs, KVIs zu verknüpfen. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, die hohe Kunst. Dass man da hinkommt als Unternehmung und ein Managementsystem aufbaut, wo ich relativ zielgenau sagen kann, wenn ich diese Kampagne fahre, wenn, also wir haben sie noch nicht gemacht, nicht postum oder postmortem, sondern wenn ich die Kampagne fahre, sind das die Ziele, die ich möchte erreichen. Das ist der Weg, wie ich das messbar mache. Das ist der Weg, wie ich das erkennen kann, ob es greift oder nicht. Und das ist, wie es wirkt in die Unternehmung hinein. Liebe CFO, das sind die Outcomes, die wir liefern werden. Mit einer gewissen Unschärfe, aber in die Richtung geht es. Das braucht ziemlich viel, wie soll ich sagen, Zeit und Herzblut und man muss investieren in so ein System hinein.
Es hilft einem aber, zum einen über die ewige Eroi-Diskussion hinwegzukommen. Apropos, wer hat seinerzeit die Frage nach dem Eroi gestellt, wo Mobiltelefone eingeführt worden sind? Niemand wahrscheinlich, oder? Man hätte es einfach gerne herausgefunden, das hilft allen. Telefonieren haben sie vorhin schon können, aber jetzt können sie mobil. Ist niemand reingegangen und hat den ROI von einem iPhone gerechnet in der Unternehmung? Richtig? Aber wenn es um Marketing geht und Marketing-Spend, Budgetallozierung und so Sachen, dann wollen alle einen ROI rechnen auf eine Kampagne haben. Wie tue ich ein Lead gewichten? Was ist meine Conversion Rate? Kenne ich die überhaupt im Vorfeld? Ich habe ein paar Daten, ein paar historische Daten, aber das reicht nicht. Das ist der Weg, den man muss gehen, damit man das in ein integriertes Management- und Führungssystem integrieren kann. Und dann ist Social in dem Sinn, innen wie außen, aus der betrieblichen Sicht erwachsen, wird auch als das wahrgenommen. Und dann kommt es vor allem von der Unternehmung den nötigen Drive über, personell, finanziell, zeitlich und toolmässig, dass man wirklich am Markt kann Wirkung entfalten. Social, einfach mal so als Nebenjob aus der Unternehmung heraus, das hat man jetzt gesehen, darum sage ich, der Social Honeymoon is over. Social als Nebenjob funktioniert nicht. Schade für die Zeit. Und kann unter Umständen deutlich hinten rausgehen. In dem Sinn, vielen Dank. Bitte schön. Noch kurz das Kompetenzkrang. Nein, wir haben das gestern noch so besprochen. Sorry, ist nicht rübergekommen. Das lasse ich mir jetzt nicht lassen. Das tue ich nachher tweeten. Das lasse ich mir nicht lassen. Merci vielmals. Danke vielmals. Erstens für eine interessante Speech und zweitens auch für die Offenheit und die Ehrlichkeit mit dem Thema. Ich war ein bisschen kritisch. Vor 2 Jahren am Event haben alle noch gejubelt und gefunden, Social Media, das wird die Welt retten. Heute rettet es die Welt nicht mehr, sondern es wird wahrscheinlich, wenn man es richtig macht, businessmässig auch richtig integriert, dann kostet es so, dann wird es aufwendig, dann wird es komplex, aber dann kann man es machen. Und dann kann man nicht unbedingt den ROI zeigen, aber man kann zeigen, wie man das System muss fahren. Und das finde ich extrem wichtig, die Aussage. Eben, der Honeymoon is over, hast du gesagt, und das finde ich, das ist absolut, das unterschreibe ich. Darum müssen wir jetzt konstruktiv schauen, wenn der Honeymoon over ist, oder? Was kommt jetzt? Was bringt der Alltag, wenn man schon das Honeymoon-Zitat bemüht, dann sagen, wie sieht es denn aus, wenn es dann normal wird? Oder? Und das Normale müssen wir heute miteinander diskutieren und lösen. Also, merci vielmals. Danke. Wir werden noch weiter miteinander können reden. Danke. Bleiben noch kurz auf der Bühne. Hier ist der kompetente Mann für Fragen. Jetzt der Moment, IBM auszunutzen, das ganze Know-how rauszupressen. Weil das Know-how ist ja zwischen den 2 Ohren. Bitte. Fragen, Bemerkungen hierzu. Von diesen 20%, die noch nicht innerlich gekündigt haben, vielleicht am liebsten. Und wir haben Exemplare, also entdeckt auf Twitter. Was sind die wenigen? Dennis Mändli Häusser ist eine von diesen wenigen. Also wenn ihr eine neue Stelle sucht, könnt ihr euch bei ihr melden. Fragen hier im Moment. Dann herzlichen Dank und genießt das. Ah, jetzt, bitte. IBM selber, was macht IBM Social Media mässig? Also was macht, wie gibt es ein ganzes Team weltweit, wie gross sind die Leute, wie viel Geld, wenn man darüber reden kann, geht dort rein? Was also, macht IBM? Vielleicht folgendes vorneweg, über Geld reden wir. Ja. Also ich wüsste es auch nicht, ich müsste jetzt eine Person eine Nase haben, ich etwas sagen. Es ist tatsächlich so, dass man weltweit ein Team hat, das im Marketing-Kommunikationsbereich angegliedert ist. Das ist auch so in den Ländern draussen. Also in den einzelnen Länderniederlassungen haben wir Leute, die eigentlich für das zuständig sind. Der digitale Medienbereich heisst das bei uns, wo die sozialen Kanäle, Social Channels in dem Sinn mitgetrieben werden. Es ist natürlich, sage ich mal, aus der Natur der Sache bedingt bei uns im Regelfall entweder stark Event getrieben, im Sinn von Veranstaltungen, oder dann Produkte, die am Markt kommen oder die irgendwie interessant sind. Daneben haben wir aber auch, und das finde ich eigentlich etwas Schönes, wir haben über 40'000 IBMer, die einfach in der Öffentlichkeit bloggen oder tweeten zu Sachen, die auch intern laufen. Also man ist da einigermaßen offen. Natürlich nicht zu vergessen, es gibt Social Media Guidelines. Nicht gerade so, aber doch so, dass sie angewendet werden können, wenn es irgendwie mal
sollte daneben gehen. Insofern, eben, wie wir gestafft sind, total, das weiss ich nicht. Wir haben einfach Leute, die sich wirklich professionell um das kümmern. Das zum Thema, oder? Man braucht Budget, man braucht Personen, man braucht Skills, um das wirklich zu bearbeiten. Ich meinte aber, und da würde ich jetzt auch ehrlich sein, wir haben noch Weg vor uns. Definitiv. Vielleicht schnell eine Frage, wenn ich es zurückfragen darf. Wir haben Helsana und Swisscom-Vertreter hier vor Social Media Abteilung. Money Talk, komm, lass mal ein bisschen raus. Wir haben auch Migros hier. Keine Zahlen. Zurückhaltende Lächeln. Gut, die dort die Leute entsprechend im Kaffee trinken, nachher packen und gehen Zahlen rausklopfen. Bitte schön. Ja, also das Interessante ist, dass wir eigentlich intern Social Software nutzen und dort dann auch eine Microblogging-Plattform drauf haben, sprich ein internes Twitter. Dass wir aber den Twitter, den externen, offiziellen Twitter, in dem Sinne auch als Kommunikationskanal untereinander braucht, oder jetzt über Länderniederlassungen oder Bereichsniederlassungen hinweg. So gesehen. Von den Kanälen, die wir beantworten, müsste ich jetzt eigentlich bearbeiten, müsste ich jetzt den Steffen fragen im Detail, wie er dort vorgeht, was er sich zurechtgelegt hat. Er ist nicht da, sonst hätte ich jetzt kompetente Hilfe zur Seite. Aber wir sind vor allem auf Twitter sehr aktiv. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir auch trotz allem noch sehr viele Nerds adressieren. Und wir das Gefühl haben, die finden wir dort. Moment, Nerds ist heute ein Kompliment, einfach, dass wir das schnell... Ich habe damit überhaupt nicht irgendwie... Nerds gibt es ja in allen Industrien, oder? Nicht nur in der IT, in der Technologie. Wir sind aber auch auf Facebook daheim und eben, wir haben einige offizielle Corporate Blogs. Wir haben auch IBMer, die einfach so bloggen über den Geschäftsalltag, soweit das natürlich zulässig ist. Ja. Also es wird eigentlich so ein bisschen... alles genutzt, was da ist. Haben Sie einen Eindruck, Sie erreichen über Social Media neue Kunden, die Sie trotzdem erreicht haben? Also so wie ich es jetzt aus meinem beruflichen Alltag kenne, ich bin sehr oft beratend unterwegs mit drei, vier Geschäftsleitungsmitgliedern im Bereich Social Business Strategie. So. Dort wird es einfach primär registriert, wir sind präsent. Ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob tatsächlich am Ende des Tages auch aus unserer Sicht eine Transaktion entstanden ist, weil man jetzt irgendwie einen Tweet abgesetzt hat oder mehrere Tweets abgesetzt hat oder weil man explizit jetzt mit einer bestimmten Person über Facebook länger im Kontakt gewesen wäre. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Aber es wäre spannend zu wissen. Ich muss dann mal nachsteigen. Bitte schön, ja. Wortmann von Lemmix. Thomas, du hast gesagt, dass User wollen Discounts und dann eigentlich das Statement, dass Unternehmen diese Discounts geben, punktuell an gezielte Kunden und so weiter. Ist es nicht vielleicht auch zum großen Teil andersrum, dass die User die Unternehmen vor sich hertreiben und durch die Transparenz, die Social Media schafft, eigentlich immer den besten Preis, aber nicht nur den besten Preis, sondern vielleicht auch mal immer die beste Qualität finden und dann eigentlich nicht dass eine proaktive Handlung ist von Unternehmen, sondern eigentlich ein Nachfolgen, reaktives Agieren. Mhm. Absolut einverstanden, ja. Also es ist definitiv so, dass natürlich die Tatsache, dass ich auf einen Mausklick mehr oder weniger aus meinem sozialen Beziehungsnetz Input bekomme, wo finde ich jetzt was, wenn ich mich klar dazu äußere, ich möchte das Produkt kaufen oder ich möchte die und die Dienstleistung in irgendeiner Form beziehen. Tatsache, dass ich ansonsten über traditionelle Suchmaschineninformationen auch zu weiteren Hinweisen komme, wo dass ich etwas könnte beschaffen könnte, macht natürlich die Unternehmung ein Stück weit zu Getriebenen, absolut richtig. Die Problematik ist da eigentlich, inwiefern kann ich als Unternehmung dem entgegenwirken. Ich glaube, ganz entziehen wird man sich nicht können, schlicht und ergreifend, weil Unternehmungen als System grundsätzlich, das ist nicht falsch zu verstehen, Träger funktionieren, weder, sage ich mal, der User-generated Content, also sprich die dynamische Masse, die eigentlich überhaupt nicht irgendwie gekoppelt ist und in keinster Form irgendwelchen Hierarchien verpflichtet ist oder Dienstweg schon gar nicht kennt. Insofern werden die Unternehmen immer, sage ich jetzt mal, außer Atem dem ein bisschen hinten nachrennen. Die Frage, die sich dann daraus stellt, ist, kann ich über eine entsprechende
Art und Weise, wie ich kommuniziere mit den Kunden, schlussendlich den Druck ein bisschen wegnehmen und trotzdem mich präsentieren, so dass ich eigentlich mit möglichst wenig Discount davon komme, am Schluss. Also anders formuliert, wie kann ich ein Einkaufserlebnis erzielen, das emotional wirkt, das nachhaltig wirkt auf den Kunden. Ich bemühe jetzt nur mal die Firma mit dem Bite im Apfel. Das ist ja nicht ein Biss, sondern ein Bite. Also das ist ein Wortspiel aus dem Englischen. Was ja eigentlich schön zeigt, wenn ich es schaffe, eine entsprechende Nachricht oder Botschaft zu transportieren als Unternehmung, aber auch mit meinen Produkten, dann ist der Preis in einem gewissen Rahmen annähernd irrelevant. Es ist noch keiner auf die Idee gekommen, irgendwo jetzt öffentlich den Tim Cook aufzufordern, dass er irgendwie 10% Rabatt auf das iPhone 5, 6, 7, 10, wahrscheinlich gibt es das in China schon, zu geben. Sondern man ist bereit, den Preis zu zahlen, auch wenn man weiss, dass 49% Bruttomarge drauf sind. Ich sage jetzt einfach so, wenn ihr in die Migros geht und einen Liter Milch kaufen und ihr müsst 49% Bruttomarge zahlen, die Migros hätte die Freude, aber würden alle rauslaufen und sagen, ich spinne doch nicht. Bei Apple ist das alles ausgehebelt. Und ich glaube, um die Marke Stärke, dorthin muss es gehen. Was Apple muss machen, ist der Weg gehen, zusätzlich noch in den Social Media Kanälen. Dort sind sie definitiv, sage ich jetzt mal noch, nicht ganz am Ort, würde ich mal so formulieren. Ja. Darf ich jetzt ein bisschen zumachen, dass wir noch die nächsten Referenten. Danke vielmals für die Antworten, merci für die Fragen. Du wünschst einen herzlichen Applaus, Thomas Sabriner. Ein ganz kleines unterhaltendes Detail ist übrigens Briner. Der erinnert mich an Hollywood-Grösse. Wir haben das vorher erklärt, ganz weit hinten im Stammbaum war das eine Familie. Gut.